Hi und willkommen, mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Wen spielen wir in diesem Part? Ich weiß es nicht. Vielleicht hier. Oh. Wenn ja jemand die Welt retten kann, dann ich, ne? Also ja, warum nicht? Ja, wir sind hier im Final Boss Gebiet, nehme ich mal an. Langsam sieht es schon so ein bisschen danach aus. Und ja, gucken wir mal, was hier so abgeht. Wir haben ein bisschen Auswahl hier an Gegnern. Piepmatz, was? Machen wir das eben, okay. Natürlich, ich spiele mich. Ich muss die Welt retten, ne? Captain Falcon hat schon zweimal die Welt gerettet oder das Universum, mehr oder weniger. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, aber ich bin ja hier am Steuer, also. Was? Das ist jetzt normale Größe. Jetzt ist er tot. Boah, was war das denn jetzt? Was sind das hier irgendwie? Ne? Hat irgendwie die Abklatsch von den Chocobos aus Final Fantasy oder was? Wart, du hast Geister der Finsternis befreit. Die Macht des Lichts wird stärker. Okay, das ist gut, oder? Obwohl der hat doch auch gegen uns gekämpft. Okay, ich weiß nicht. Wird schon, weiß nicht, gibt es ja verschiedene Endings oder was, dann wäre ein bisschen doof, weil dann wüsste ich ja nicht, was ich. Okay, machen wir einfach so. Wir gehen erstmal hier lang. Wir machen einfach die platt. Ich mache das Böse platt. Ich meine, Licht ist doch gut, oder? Ich meine, der Gute wird wahrscheinlich irgendwie einen Grund haben, auf uns loszugehen, oder? Wenn nicht, dann muss ich das ganze Spiel eben noch mal durchspielen, ein andere Ending zu bekommen, falls es eins gibt. Also keine Ahnung. Okay, die Kamera ist ein bisschen doof gerade. Okay, komm. Komm. Oh. Boah. Muss ja ausgerechnet dahin gehen und den Schild holen. Oh, ja. Habe ich voll erschreckt gerade. Konter, ja. Er sagt voll die dämliche Ultimate, wenn du noch nach sicherstellen musst, dass du die einsetzen kannst. Was ist das denn, ey? Nash, Kevin. Da war noch mal Kevin Nash. Keine Ahnung. Er ist Ausdauerkämpfer. So schlecht ist das eigentlich nicht, ne? Metallschrecken, was macht sie jetzt? Er ist auch von Street Fighter Musik. Er ist auch geiles Thema. Oder? Ja. Geiles Thema funktioniert mit allem. Geiles Theme goes with everything. Das müsst ihr mal bei YouTube eingeben. Das ist richtig gut. Und das stimmt. So, ach, hier sind nur starke Gegner.
Er hat gedacht, wenn du weiter voran in ein Spiel bist, dann musst du gegen stärkere Gegner kämpfen. Oh nee, aber ich auch Konter. Ist gut, Helfer Trophäen. Deswegen habe ich auch nie gesagt. Oh geil, danke. Alter. Und schon weg. Okay. Jedes Mal rutschen die noch durch diesen Angriff. Ich krieg das Katzen. Vergiss dich. Macht Samus auch. Angriff auf der Viech. Nice. Ah ja, stimmt. Ist ja dieser Angriff. So ja. Und jeder Schlag, jeder Treffer damit heilt mich. Und ich kann zweimal einsetzen. Das ist voll überpowered eigentlich. Wenn er beim ersten Mal nicht die aus dem Weg räumt, dann beim zweiten Mal. So ein paar einfache Gegner. Garon. Das ist der Hauptbösewicht, mehr oder weniger aus. Noch wir sind schon hier. Von Fire Emblem Fates. Giftalarm. Außer aus Smash. Komm schon. Ja, dann tun wir extra Giftboden, Anti-Giftboden, ja. Giftresistent und Giftresistent. Ja, da ist nicht Giftimmunität, aber okay. Also jetzt werden wir schon schaffen. Kann ich das Gift kontern? Also dann kriege ich den Down, bevor ich durch Gift verrecke. Oh Mann. Mal weit doch. Oh Mann, ehrlich. Tschüss. So, muss ich extra nicht meinen blöden Geist erinnern. Gut. Nope. Okay, Ball. Ich nehme an, das ist gut, was ich hier mache, ne? Wohl keiner von denen ist ja eigentlich gut, ne? Ich meine, der hat uns ja angegriffen gerade. Der Kyra, der hat uns ja auch mal angegriffen. Also so gut ist er ja auch nicht, ne? Aber keine Ahnung. Ich mach einfach weiter hier. Ist. Muss ja immer die gute Seite spielen, wisst ihr ja. Ist das? War einfach. Einfach, dass du direkt vor diesen Typen bist. Gut. Madame Butterfly, da ist doch das, was die verfolgte mich mit seinen Augen. Nee. Das ist doch das, was Bayonetta ja beschwören kann, ne? Madame Butterfly, die Kopfnuss mit Ruinen weg. Smash of Zeit, Siege innerhalb des Zeitlimits.
Wesen sind ja auch noch ein paar einfache Gegner. Wird wer, nehme ich mal an, am Ende sind. War ja nur ein Kämpfer, den man retten konnte, ne? Muss man zurück zum Hauptmenü gehen, nachdem ich den gerettet habe, zu gucken, ob ich alle Charaktere ab. Soll allgemein mal zum Hauptmenü gehen, weil ich habe ja wieder diesen, ich habe so einen super Boss hier erledigt. Der zählt bestimmt auch als Meilenstein, ne? So, das habe ich auch schon als Amiibo gehabt, also freigeschaltet. Ein so ein Dreierpack mit den Octolingen. Solid Snake. Naked Snake meine ich. Oh, das kommt mir bekannt vor. Das war richtig nervig. Gut. Dann setzen wir uns mal richtig hin, wenn ich mich konzentrieren kann. Ich muss nur einen Gegner von denen erledigen, ne? Einen von denen. Aber wer? Geil. Ja, ich habe das gesehen. Hexa. Was? Ja, den Kampf voll im Griff. Na, ruhig Stuhl. Ich muss ihn im Auge behalten. Jetzt habe ich den wieder aus den Augen verloren. Ich erwarten jetzt. Ich glaube, der hat andere Klamotten an. Ja. Wäre vielleicht mal eine Idee, ne? Klamotten zu merken. Warum bin ich da unten? Der richtige, ja, sehr gut, ausgezeichnet. Die nackte Schlange. Oh. Ich bin Snake und das nackt. So, da ist mein Kämpfer noch. Cool. Dunkle Samus. Mal danach alle. Ich weiß nicht. Ich hab gesagt, du ja. Boah. Wie schafft ihr jetzt so auszurechnen? Junge. Wie? Ich hau hier wie ein Blöder um mich herum. So ja. Das gibt's jetzt einfach nicht. Ich wollte schon sagen. Guck mal her. Habt ihr meinen Gesichtsausdruck gesehen? Awesome. Du bleibst gefälligst weg, ja. Das ist voll krass, ey. Hm.
Warte, bist du beim ersten Mal nicht rausgeflogen, dann hau ich dich eben noch mal. Sehr gut. So. Ja, immer mehr Dunkelheit. Licht. Die Finsternis ist, die das schützt, ist gewichen. Okay. Bonk. Haben wir das noch geholt? Jetzt kann ich sogar gegen den kämpfen. Ne? Ja, bist du jetzt Licht oder Dunkelheit? Keine Ahnung. Da muss ich noch mal gegen den kämpfen dann? So, zu ihm kann ich jetzt hin. So, was passiert, wenn ich jetzt... Also, das ist so meine Theorie halt. Dass man sich irgendwie so Geister, die mit Licht sind, hier bekämpfen oder was? Oder? Also hier muss ich welche erledigen. Ja, komm, gehen wir aber. Aber was passiert, wenn ich alle erledige? Hat jetzt mal ein anderes Ending oder was? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, aber ich muss sogar die erledigen, damit ich hier durchkomme. Das kotzt mich jetzt schon an. Und dann Butterfly, die habe ich noch nicht, glaube ich. Dicke Luft, Giftschwaden. Jetzt hier die Auswahl. Der Gegner sitzt auf. Oh, nee. Diese Hand und so, das ist Ballam Butterfly. Was soll ich denn dagegen machen? Ich habe nur Anti-Gift-Boden, oder? Keine Zeit zu verschwenden. Ja, ich war irgendwas, das ging Gift hier. Bringt ganz Schaden durch Gift. So, so mal noch mal. Ehrlich, ich weiß, was ich dagegen machen kann. Ne? Mehr. Ich würde mich doch schon gern heilen gegen diese Angriffe. Also, boah, auf eins zu wollen, wo ich hingehe. Richtig nervig. Ich muss noch meine Ultimate ready haben, dann kriege ich die raus. Ja. Wenn ich die gleiche Strategie gegen jetzt gegen, dass ich ja einmal bekämpft habe. Was war das? Boah, das schreckt mich jedes Mal. Boah, willst du mich eigentlich verarschen? Wo bin ich? Konter. Was? Hey! Oh, das war jetzt sowas von unfair. Die blöde Plattform ist gerade aufgetaucht. Und boah. Ich bin da abgeprallt und da unten gelandet. Hey. Boah, ehrlich.
war. Mehr. Heimlich hoch, danke. Ja, ist klar. Ich will auch nicht davon getroffen. Was macht ihr da? Was zum? Ach so, da unten war eine Plattform. Ich wollte schon sagen, ist jetzt in die Luft gelaufen oder was? Ja, blocken. Den ja. Blocken. Den ja. Den ja. Den ja. Dann ist Geräusch mal auf, weil er macht mir. Er schreckt mich immer voll. Ja, voll einfach, ey. Konter. Erzählt als Treffer. Will ich verarschen? Warum ist das denn? Warum hat man einen Elefanten? Komm her. Schlitz. Gut, Giftheilung. Kennt die Wirkung von Gift und macht es heilend. Ja, super. Hätte ich vorher gebrauchen können. Okay, ja, ich wollte jetzt eigentlich den bekämpfen, aber ja, das war das erstmal. Gehen wir noch mal weiter hier. Außer als Bräutigam kommen wir auch einfach noch. Da sehen wir nicht noch mehr von denen erledige. Was passiert, wenn ich jetzt hier Lichttypen erledige? Geht dann zurück und ich kann nicht mehr gegen den kämpfen. Das sind so Sachen, die mich hier wundern. Warum ist F-Zero Musik? Hört sich jedenfalls so an. Nee, ist nicht. Die bleiben noch gar nicht am Deck hier, die Dinger. Diese Bob-Bombs, Bob-Bombs. Bullet-Bills. Roadkill. Hm. Mal gucken, ob das Licht wieder weggeht nach der Zeit. Nicht gegen das Mikro, bitte. Da sagen wir aber nicht, ich kann irgendwie nur ein Ende holen und dann muss ich das ganze Spiel noch mal durchspielen, um das andere zu holen oder so. Das irgendwie so abläuft. Da wäre ein bisschen kacke. Boom. Den haben wir aber schon entwickelt und all sowas. Nee. War mein Stuhl, ne? Da, jetzt ist der Weg wieder weg. Hm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sind noch ein paar Gegner übrig, also machen wir erstmal als voll gemacht jetzt, weil beide dahin gesprungen sind. Viele Ausdauerkämpfer habe ich dort gefühlt. Da war knapp, Kollege.
Alter. Er hat viel abgezogen, hat er gesehen. Tschüss. Mumka. Oh, kannst du mal aufhören zu quietschen? Dark Mind. Okay, muss ich das hier echt irgendwie so gucken? So ausgleichen. General Pepper. Nein, oh, das ist grau. Schon ausgetrickst, Mann. Ja, kein Ausdauerkampf mal. Sehr gut. Zerstört. Und den hatte ich sogar noch nicht. Da ist ein dunkler Gegner, komischerweise. Okay, perfekt. Ich will erstmal den Bösen erledigen, weil offensichtlich. Dann sehen wir halt erst. Oh Gott, Zero. John Jung Busch. Machst du ja. Boom. Schon tot? Was? 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 Tschüss. Schlitz. Gut, ja. Oh, da ist noch ein Kämpfer, habe ich gesehen. Oh, hier ist ein guter, da ist nirgendwo ein Böser in der Nähe. Isaac. Stärkere Magie für Gegner, kein Ding. Einfach Trophäe, ich habe Konter. Hört sich so an wie Tales of Musik. Oh Gott! Vielleicht haben die ja irgendwie gleichen Komponisten oder so. Soll ja vorkommen, ne? Geh weg, Isaac. Jedes Mal kommt er hier wieder hin. Schau den weg. Piss dich. So, der ist weg. War ja schon wieder eine von diesen Elfer-Trophäen, die könnten mich hier raushauen. Zum Glück hat mich das gerettet. Boah, ich komme nicht an ihn ran. Wo ist er? Boah, jetzt hat er mich mit diesem Scheiß auch noch rausgehauen, ey. Ich habe mir halt gedacht, diese blöde Schiebfähigkeit, ey, die haut mich irgendwann raus. Deswegen wollte ich den auch die ganze Zeit raushauen, aber nein. Boah, ey, ich habe das schon so kommen gesehen. Was?
Okay, erst mal auf. Oder machst du halt immer erst nicht näher kommen? Willst du mich verarschen? Boah, ich berühre das Ding noch nicht mal und. Ey, das ist voll die Verarschung. Ey. Lass das, Mann. Ach. Oh. So ein Scheiß verliere ich hier. Das ist wieder einfach nicht wahr. Ey. Ah, wo ist er? Komm. Taucht sogar genau da auf. Er ist runtergefallen. Komm schon. Ich kann mich irgendwie gar nicht an so einen Zauber erinnern, hat man das. Mit so Händen. Warum braucht er so lange, den rauszauern eigentlich? Boah, immer wenn ich näher komme, ne? Oh. Wo ist er? Danke. Oh mein Gott. So, halt ihr. Nee, ja mal Lappen, ey. Waschlappen. Außer da kommt jetzt noch mal wieder. Oh. Der eine ballert die ganze Zeit auf mich. Der eine schmeißt mich weg, ey. Habe ich mal getötet, ey. Was ist das? Oh. So. Leg raus. Oh Gott, ey. Ja, den hat man noch nicht mal. Nehmen wir den mal kurz hoch und dann war es das für diesen Part. Oh Gott. 36 kann ich mir nichts von leisten. Stärken. Neueste. Was entwickelst du dich? Okay. Die dunkle Dämmerung. Keine Ahnung. Sagt mir nichts. Dann gehen wir mal hier raus. Gucken, ob wir Meilensteine mäßig irgendwas. Wir haben 69 Kämpfer gerichtet. Darkon. Mit Rob, genau. Hier ist dann der letzte, nehme ich mal an, ne? Die letzte Schlacht. Hatte sämtliche Kämpfer, schießt die Abenteuermodus, den Abenteuermodus erfolgreich ab. Gewinne sämtliche Kämpfe. Eine sämtliche Abenteuergaben, ja. Alles noch in Reichweite, nehme ich an. So. 20% billiger, ja. Shadow the Hedgehog. Kann man sogar hochleveln. Papierbowser. Hatte ich den nicht schon mal? Besitz 0, her damit. Sag, es werden immer Sachen irgendwie angeboten, die man noch nicht hat. Besitz 0, her damit. Nur noch mehr Leute hier hochleveln, pass auf. Ich meine, aber den hatten wir schon. Ich
Ja, weiß ich nicht. Meine, den haben wir doch schon. Hatten wir doch schon. Oh, warum standen dann da neu? Ja, Shadow die Hedgehog. Weiß ich zu Edge Lord Shadow. Bestimmt irgendwie Super Shadow oder irgendwie sowas. Ja. Sieht aus wie ein Hotdog. Angriff und Tempo. Man kann sich auch entwickeln. Hat man nicht schon? Dann hat man auch schon, oder? Teilgesicht mit der, oder? Na, ich glaube schon. Hat man schon. Haben wir Mittler schon hochgelevelt? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Immer ein Katalog hier. Rip. Aber hier so ein bisschen nachgucken halt, ne? Ja, mit einer haben wir schon. Ja, sollte ich vielleicht auf Screen machen. Jedenfalls, das war's für diesen Part. Ja, nächstes Part machen wir weiter. Und ja, ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.